Liebe Freunde da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Games with Gold. Dieses Mal Monaco 1. Arcade Game von Pocket Watch Games. Verleger ist Majesco Entertainment, wer auch immer das ist, ich kenn's nicht. Und es ist ein Diebesspiel. Andere Action und Abenteuer würde ich beides... Ja, andere schon, aber Action und Abenteuer würde ich jetzt nicht unterstreichen. Hat einen lokalen Koop, genauso wie online, 1 bis 4 Spieler. Ich denke mal, in diesem bis zu 4 Spieler macht es dann auch am meisten Spaß. Läuft nur in 720p, das ist mal wieder lächerlich. Doppeldigital, besten Listen interessieren einen ja eh kaum. Ja, und was steht denn da feinisch? Monaco, what's yours is mine, ist ein Spiel über Raubzüge, genau. Stelle mit einem Schreibfehler die ultimative Diebesbande zusammen und begehe das perfekte Verbrechen. Spieler als The Locksmith, ein einfacher Mann und Experte im Eindringen. The Lockout. Sie hört und sieht alles, eine geborene Anführerin. The Pickpocket, ein Landstreicher mit einem Affen und einer Schwäche fürs Verbrechen. Alter. Wieso machen die da eigentlich keinen Punkt oder so mal hin? The Cleaner, ein stiller Psychopath. Ja, tolle Information. Jack the Ripper in Pink. The Mole, groß und dumm. Buddelt gerne. Aha, The Gentleman. Trägt nicht immer eine Verkleidung, aber wenn, dann sieht er darin fantastisch aus. Da haben sie den Punkt gemacht. The Hacker, eine Armee von Viren, schaltet jede Alarmanlage aus. Ein Hexer der Moderne. The Red Heat oder Head. Manipulativ und mörderisch. Eine Dame bekommt immer, was sie will. Spiele mit bis zu 4 Personen online oder auf demselben Bildschirm. Messe dich auf wöchentlichen Ranglisten mit deinen Freunden. Finde heraus, warum dieses Spiel die renommiertesten Preise aus der Welt der Indie-Games gewonnen hat. Den 2010 IGF Grand Prize und den 2010 IGF Excellence in Design. Ja, aber nicht Excellence in deutsche Rechtschreibung. Oder Erklärung. Manche Charaktere werden hier in den Details schon ordentlich beschrieben. Und andere werden einfach mal komplett ausgelassen. Das finde ich ja super gut. Naja, werdet ihr noch sehen, warum ich dieses Spiel jetzt nicht unbedingt feiere. Wir starten mal. Für alle, die dieses Format noch nicht kennen, werden wir erstmal von Xbox Live getrennt, müssen eine Aktualisierung herunterladen, warum auch immer. Ich habe das Spiel gestern erst downgeloadet, wo eigentlich dann immer alle Aktualisierungen mit drin sind. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Das kreide ich jetzt keinem Spiel an, wenn ich das beim Spielstart erstmal aktualisieren muss. Katze, gehst du bitte vom Capture-Gerät weg? Verschwinde da! Die ist doch dumm. Die will Schläge. Verschwinde. Ja, genau. Für alle, die dieses Format von oder uns noch nicht kennen. Ich bin der Dragoman. Mache seit... Obwohl, ich mache doch nochmal kurz auf Pause bei der Stoppuhr. Seit Tomb Raider, diesem Arcade-Game, and the Guardians of Light, glaube ich, zu jedem Games of Gold-Spiel eine Folge, mal eine Stunde, mal eine halbe Stunde, kommt immer darauf an, wie groß oder wie abwechslungsreich das Spiel ist. Zu Monaco werde ich jetzt auch nur eine halbe Stunde machen, weil man eigentlich schon im ersten Level erkennt, was das Spiel zu bieten hat, wobei ich das auch nicht gerade geil finde. So viel schon mal vorweg gesagt. Warum und weshalb, das zeige ich euch gleich. Ich werde natürlich unvoreingenommen dieses Video machen. Deshalb wir als erstes immer erstmal in die Settings gehen. Gibt's nichts Cooles? Nö. Nö. Ist im kompletten Englisch das Spiel. Na, das war's eigentlich auch schon. Mehr gibt's ja auch nicht zu sehen. Wir spielen das natürlich alleine. You're playing one hour, you can play with up to 4 friends on the screen. Das ist natürlich ganz geil, dass man so 4 an einem Bildschirm spielen kann. Das muss man schon sagen. Aha. Gut, da fängt's an. Und ja. Es kommt immer... Bisher gibt's nur 4, okay. Wen nehme ich denn? Lost Map is very fast at picking locked doors and safes. The lockout can't detect distant enemies while sneaking. The pickpocket has a pet monkey that collects loot. The cleaner can knock out unsuspected enemies. Ja. Für alle, die kein Englisch können, er kann schnell Schlösser öffnen von Türen und Safes.
Er erkennt, während er schleicht, weit entfernte Gegner. Er hat einen Affen, der den Loot für ihn einsammelt, sowas wie ein Pet in MMOs. Und der Cleaner kann halt unaufmerksame Gegner ausschalten. Keine Ahnung, was ich nehmen soll. Ich würde mal sagen, ihn hier. Ja, warum nicht? Ist ja scheißegal. Hier seht ihr dann, wer wohl am schnellsten war mit dem ganzen Kram. Interessiert mich gerade überhaupt nicht. Achso, da unten. Psst. They're shipping you guys off tomorrow. Wee. I'm to be deported. And they will throw Hectors in a zoo. Ach, keine Ahnung. Das, komm, das ist doch völlig unwichtig. Erstens kann ich euch das eh nicht übersetzen, aber ich bin kein englischer Genie. Zweitens interessiert hier keinen Menschen die Story. Ach so, habe ich jetzt eigentlich schon die halbe Stunde gestartet. Geht los. Ja, und da geht's auch schon los. Das ist das Spiel, so sieht's aus. Indem man jetzt einfach gegen die Tür drückt, öffnet er sie ganz langsam. Das sind halt so diese Collectibles, die man einsammeln kann. Watch out for Guardians. Und ihr seht, das Sichtfeld ist halt eingeschränkt, wenn da Hindernisse sind. Das finde ich ganz cool. Und da ist ein Guardian. Ich verstehe dieses Menü nicht, ey. Im Cellblock gibt es noch 3 von diesen Collectibles. Habe ich das gerade richtig erkannt? Ja. So, jetzt gehen wir in die Tunnels. Hier gibt es 7 Collectibles. Ist das jetzt eine Schranke, wo ich nicht durchgehen darf, oder was? Das ist meine, dieses. Ach, das ist so ein Ding, das mag ich nicht, wenn das Spiel einem überhaupt nichts erklärt. Ach so, das habe ich den Strom ausgemacht, okay. Ach, das ist das letzte. Jetzt kommt das Street Level, hier gibt es 30. Das heißt, wir sind jetzt draußen. Und erkennt ihr hier irgendwas? Ich meine, das ist doch scheiße. Ich weiß nicht, wie dieses Spiel irgendwie ein Design-Niveau bekommen konnte. Ich erkenne hier gar nichts. Die Grafik ist so... Natürlich hat sie den einen Stil, aber sie ist so unfassbar schlecht. Oh oh. Ich weiß auch nicht, was ich zu sagen soll. Ich meine, ihr seht. Sieht man nicht mal mehr den Tisch, ey. Das müsst ihr euch mal geben. Das ist doch scheiße, oder? Das soll ein Auto sein, oder was? Ja. Man muss echt raten, was hier was ist. Unlock, hijack, jetzt.
At the higher print, clean, okay, wie auch immer. Da gibt's, da gibt's irgendwie noch einen Pokal, ich erkenn's nicht, ich glaube, das sollen mehrere Spieler sein. Ihr seht das da oben, The Prison Break, und da ist da ein Pokal mit einem Player, ich glaube, das bedeutet, den kriegt man wohl, wenn man das alleine schafft. Dann ist da eins mit einem Kreuz, weiß ich nicht, vielleicht wenn man nicht entdeckt wird oder keinen Schaden nimmt. Und eins mit so einem Collectible, ich denke mal, wenn man alle Collectibles einsammelt, aber das vierte Ding kenne ich nicht. Steht da 4 Player, 2 Player? Keine Ahnung, wie sowas. Nächste Level. Ich nehme wieder ihn. Warum nicht? Nee, doch nicht. Hier, so Lockout hatte ich. Story skippen wir. Das könnt ihr dann aber selber euch durchlesen, wenn ihr das selber spielt. Ja, ist natürlich gratis. Ist ja klar. Games of Gold sollte jeder kennen, der eine Xbox hat. Steel Coins for more ammo. Waffen gibt's ja so auch. Oh, liegt einfach so ein Skelett. Ich erkenne hier so überhaupt nicht, wo ich hier lang gehen kann und wo nicht. Steal 10 coins for 1 extra ammo. Oh Mann. So, ist hier oben jetzt noch irgendwas? Oh, keine Muni mehr.
Ich will auch doch mal im Reno kommen. Ja, ich bin ein bisschen ruhig, ja, das gebe ich gerne zu, aber irgendwie weiß ich auch nicht, was ich großartig sagen soll dazu. Jeder von euch sieht gerade das Spielprinzip. Ich weiß gar nicht, was die da für eine Sprache reden. Kenne ich nicht. Englisch ist es nicht, Deutsch ist es auch nicht. Er backt dann ein bisschen rum. Wo der andere hinguckt, sehen wir jetzt gar nicht. Er backt da auch rum. Ihr seht, er zuckt da rum. Na, jetzt kriege ich auf jeden Fall den einen Pokal nicht, dafür, dass ich kein Damage genommen Moore can break for wards, okay. Trotzdem alle bekommen. Na, machen wir da einfach weiter. Okay. Das ist doch gut. Grab a smoke bomb. Man sich aber auch einfach nicht wehren kann, ey.
Ja, und dann bin ich dann auch schon tot. Ich frag mich jetzt, ob die ewig pennen oder ob die auch irgendwann wieder aufwachen. Nee, die wachen auch wieder auf, okay. Fünf Stück sollen hier noch sein. Ich glaube, ihr könnt die Level auch einfach so verlassen. Wir müssen nicht dafür alles einsammeln. Wie ist das mit ihm ja jetzt bisher so am leichtesten, muss ich ja sagen. Okay, jetzt sind wir im zweiten Flur. Und bin wieder zurückgegangen, was ich nicht wollte. Ich weiß nicht mal, wo ich jetzt gerade bin. Ach, da. Französisch oder was ist das, ey?
Sachen aber auch nicht ausgeschaltet bleiben, ne? Finde ich auch wieder ein bisschen uncool, ey. Rave Dinger sollen ja noch sein. Einer noch. So, kennen wir auch alle. Main Office 21. Okay. Hört sich schon ziemlich fies an, ey, wenn er die zum Schlafen bringt. Muss jetzt wieder gar ins Haus oder was? Wie man hier sich aber auch jedes Mal durchknacken muss, ey. Ach ja, warum die Tür nicht offen bleiben, verstehe ich nicht. Oh Mann. Aha. Ja. Eigentlich geht der Part jetzt noch 5 Minuten, aber ich muss gestehen, ich habe absolut keine Lust mehr. Dieses Spiel gefällt mir von vorne bis hinten überhaupt nicht.
Oh Mann, oh Mann. Es kann sein, dass das, wenn... Das weiß ich nicht, ich habe keine Erfahrung mehr, wenn man das mit seinen Freunden online spielt oder einer Konsole, dass es dann irgendwie Spaß macht, wenn man da zu viert durch die Gegend läuft. Aber ich weiß auch gar nicht, ob sich dann die Level ändern. Ich meine, es ist ja auch so recht leicht. Noch. Wird sich sicherlich noch ändern, aber so ist es nicht sonderlich schwer. Die KI ist unfassbar dumm. Und ich weiß nicht, warum man da jetzt zu viert rumlaufen sollte. Sicher, dann geht das alles schneller. Der eine kann die Leute ausnocken, der andere kann Löcher graben. Der andere kann dann schnell die Sachen knacken. Aber nee, ich weiß nicht. Wird mir das jetzt, glaube ich, auch nicht viel geiler machen. Die Grafik, ich finde, jetzt spielt er zwar seinen eigenen Stil dadurch, dass es halt so aussieht, wie es aussieht, aber ich erkenne da kaum was. Ich weiß jetzt nicht, was da jetzt was sein soll. Warum da jetzt alles in Vierecken angezeigt werden muss. Also unfassbar riesigen Pixeln. Warum die Coins nicht wenigstens rund sind. Warum alles so in diesen Neonstrahlfarben sein muss. Naja, ich weiß nicht. Gefällt mir. Mir persönlich gefällt dieses Spiel echt überhaupt nicht. Bisher echt am wenigsten von allen Games of Gold Spielen. Oder? Ja doch, selbst die Tower Defense Spiele fand ich bisher alle besser. Das ist natürlich mein persönlicher Geschmack. Wenn ihr das mögt, bitte, ich hab's euch jetzt gezeigt, da an dem Spielprinzip ändert sich jetzt überhaupt nichts mehr. Das ist immer das Gleiche. Raubt, raubt und raubt noch mehr. Zumindest wäre es mir neu, wenn da jetzt noch was ein neues Gameplay-Element hinzukommen würde. Natürlich schaltet ihr noch weitere Diebe in Anführungsstrichen frei, mit denen ihr anders hantieren könnt. Aber das Grundprinzip des Spiels ändert sich nicht mehr, glaube ich. Nee, wäre mir neu. Na komm, nee, ich weiß nicht. Ach, ich mach mich müde. Ah, Mann. Das ist schade. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was am 16. kommt. Ich glaube, ja doch, Halo Reach kommt am 16. Wo ich auch wieder sage, nee, warum? Nichts gegen Halo Reach. Halo Reach ist mein zweitliebster Halo-Teil, glaube ich. Oder doch Halo 4 finde ich besser. Online, also es geht jetzt rein ums Competition. Storytechnisch finde ich den Reach-Teil am besten, mit Abstand. Aber den Multiplayer finde ich in Teil 4 einen Ticken besser als in Reach. Ja, so viel schon mal dazu. Deshalb mehr, weil, mein Gott, das hat doch jeder schon. Jeder, der sich für Halo interessiert, hat Halo Reach zu Hause liegen. Genau wie Halo 3. Ich kenne auch keinen Xbox 360-User, der kein Halo Reach hat. Also werden sie sich eine 360 kaufen und dann kein Halo. Ich weiß nicht, der gehört nicht zu Microsoft. Der sollte sich eine PlayStation kaufen, weil man kauft sich nun mal eine 360 wegen Halo. Okay, wegen Forza vielleicht noch, aber... Ja, also Exklusivtitel, die holt man sich doch für seine Konsole, oder nicht? Das ist doch der Grund, warum man sich für diese Konsole entschieden hat. Und nicht für die andere. Ah, naja, egal. Falls Leute gibt, die kein Halo Reach besitzen, unbedingt downloaden. Ich würde den Multiplayer bestimmt nochmal nach oben pushen, aber ich werde da nicht mehr drin rumwandeln, großartig. Weil, wie gesagt, Halo 4 finde ich besser. Warum sollte ich mich dann dem Multiplayer wieder widmen? Für das Games of Gold werden wir uns natürlich das geben. Halbe Stunde Story, denke ich mal, halbe Stunde Online-Modus. Wo ich jetzt ja auch nicht gerade Granaten bin. Gott, ich weiß nicht, ob ich mir für das Games of Gold den Online-Modus noch ein paar Mal geben soll, damit ich mich wieder ein bisschen eingespielt habe. Oder ob ich mich einfach vollpanne, ein Jahr, anderthalb Jahre, kein Halo Reach mehr gespielt, rein da und wird schon. Es geht voll in die Hose, ich sehe es jetzt schon. Aber das ist jetzt gar nicht das Thema, es geht ja um, wie heißt das Spiel nochmal? Monaco, genau. Ist ja gerade ein Name gerade entfallen. Und ja. Das war mein Fazit zumindest dazu. What's yours is mine. Ach, schon ein das Menü. Das Menü sieht ja noch ganz lustig aus, ne? So mit den drei, vier Farben.
Ach, da ist die halbe Stunde auch rum. Haben wir sie mit Quatschen umgekriegt? Für alle neuen Zuschauer, es ist nicht, falls ihr überhaupt noch dran seid, es ist nicht üblich, dass ich die Videos vorher abbreche, aber wenn mir das persönlich überhaupt keinen Spaß macht, was gerade echt getan hat, ich hatte da so ein, ich weiß nicht, ich habe dem Spiel auch 3 Sterne damals gegeben, als ich Demo gespielt habe. Von 5. Ich meine, ist noch im guten Bereich eigentlich, aber eigentlich sollte ich das auf 2 runterdrehen, aber das wäre, ich bin nicht so jemand, der Spiele denn schlecht bewertet, weil ich sie nicht mag. So dass die gesamte Ranking extra runtergeht, nur weil mir das nicht zusagt. Das finde ich nicht cool. Hasse ich auch auf Amazon oder so, wo die dann einfach, oh, das Spiel läuft bei mir nicht, 1 Stern. Doch, dann bewertet man auch mit Sternen. Ja. Spiel läuft nicht, 1 Stern. Vielleicht hast du einfach nur eine kaputte Version bekommen, holst dir doch einfach nur, reklamier das doch, bekommst es ganz schnell und kostenlos erneuert. Ja. Nee, so einer bin ich nicht. Oder das, weil mir ein Spiel ein bisschen nicht gefällt, 1 Stern. Gibt so oft so eine Rezension und da kriege ich einen Hals, ey. Mach dann das Spiel runter, die Bildgesamtbewertung. Manche Leute gucken sich das an, oh, das Spiel hat nur 3 Sterne von 5. Ist scheiße, kaufe ich mir mal lieber nicht. Und das nur, weil irgendwelche Vollhorstes das dann runterbewertet haben. Nee. Ich sag dann lieber im Video meine persönliche Meinung. Das macht das Spiel an sich ja nicht schlecht in der Gesamtwertung. Und ja, ihr wisst Bescheid, ihr habt es gesehen. Wenn es euch gefällt, wie gesagt, ist es gratis bis zum 16. Allerdings nur bis 12 Uhr, glaube ich. Ab 12 Uhr weg wird das dann am 16. umswitchen auf Halo Reach. Meines Wissensstandes zumindest. Auf der Xbox One, falls ihr die auch besitzt, gibt's derzeit Super Time Force oder so heißt das, glaube ich. Das ist so ein Sidescroll-Shooter mit Zeitmechanik. Heißt, sagt der Name ja auch, wo ihr, glaube ich, die Zeit zurückspulen könnt oder sowas. Ich weiß das gar nicht. Ich habe das Spiel nie gespielt. Ich habe ja auch keine Xbox One. Aber wenn es euch interessiert, das ist auf jeden Fall geiler als Monaco. Oh man. Oh, warum tut mir Microsoft sowas an, ey? Ich will ordentliche Spiele. Richtig geile Klassiker aus dem Xbox Store. Warum? Da gibt's so viel noch. Es gab immer noch kein Limbo. Ich meine, das Spiel habe ich auch. Aber warum schenkt man den Leuten nicht Limbo, das beste Arcade-Game? Verstehe ich nicht. Oder mal so sowas wie von Telltale, The Wolf Amongst Us. Oder da ist es noch zu neu. Gerade ist die letzte Episode rausgekommen. Hier die komplette The Walking Dead Season 1 Staffel. Warum das nicht? Das wäre mal was. Für mich das beste Spiel auf der Xbox 360. Ja. Arcade Game. Bestes Spiel auf, das ist schon wieder so peinlich, dass die AAA-Spiele mich persönlich nicht so erreichen wie ein Arcade Game. Ach, egal. Episodenspiel, wie auch immer. Man kann es ja auch im Laden kaufen, das ist ja auch wieder ein Voll. Naja, kann auch kein. Ist egal, ihr wisst schon, was ich meine. Ah. Nein, da kriege ich Monaco vorgesetzt, ey. Ich kann so haten über das Spiel, ich weiß auch nicht warum. Mir gefällt das so absolut überhaupt nicht. Aber gut, hören wir jetzt auf, bevor ich wirklich noch in so einem Laberflash gerate, wie mir persönlich das Spiel nicht zusagt. Was aber nicht Sinn der Rubrik ist, mein Gott, ich will euch das zeigen, mein kurzes Fazit ablassen, habe ich jetzt schon mehrfach getan und reicht. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, auch das Video an sich, außer jetzt vielleicht mal meine Meinung, lasst doch ein Däumchen nach oben da. Wenn es euch nicht gefällt, dann schreibt doch bitte gerne dazu, warum nicht. Und ja, ich weiß, meine Meinung habe ich jetzt oft genug kundgetan und mein Gott, euch gefällt's vielleicht. Bla bla bla. Das braucht ihr jetzt nicht in die Kommentare. Obwohl doch, schreibt euch in die Kommentare, wenn euch auch meine Meinung stört. Da können wir gerne darüber diskutieren. Warum nicht? Und ja, wenn ihr die nächste Folge oder irgendein anderes Video von uns nicht verpassen wollt, oder mir, wie auch immer, ja, wir sind zu zweit für alle neuen Zuschauer eigentlich, dann abonniert auch diesen Channel, dann bekommt ihr auch immer die neuesten Videos direkt an eure Abo-Wand, ja. Social Media Links zu Facebook, Twitter, Twitch, zur Games with Gold Aktion etc. pp. findet ihr immer unten in der Beschreibung.
Und ja. Ja, es war mir nichtsdestotrotz eine Freude, euch dieses Spiel mal gezeigt zu haben. Ich hoffe, wir sehen uns dann auch in irgendeinem anderen Video wieder oder in der nächsten Games of Gold Folge, was dann, wie gesagt, Halo Reach sein wird. Sofern die Informationen, die mir zugetragen werden, nicht gelogen sind und ich lesen kann. Das kann ich eigentlich. Ja, und ja, habt bis dahin noch einen schönen Tag und eine Sommer Nacht. Haut rein. Tschüss. Ich werde jetzt Wolf Among Us spielen, denn das ist im Gegensatz zu Monaco ein gutes Spiel. Tschüss.